Hier ist einmal die Penny. Die Penny guckt mir gerade beim PC zu. Ich wollte einmal runter, um ein Video zu machen, aber Penny ist nicht mehr auf dem Dach. Penny ist nämlich hier, im Arbeitszimmer. Ja, du wirst immer mutiger, kleine Maus, ne? Immer mutiger. Die ist auch schon mit den Jungs unten. Sogar neben denen. Nur frontale Konfrontation magst du nicht mit denen, ne? Das magst du nicht mit denen. Jo. Süße Maus. Wir haben gestern gar nicht mehr gefilmt, aber wir haben im Badezimmer im Erdgeschoss weitergemacht. Und zwar, ich fange hier unten an, wir haben leer geräumt, wie man hier sieht. Achso, wir waren beim Handballspiel und das sind die Kärtchen gewesen. Und haben zuerst diese Wand gemacht. Da waren nämlich hier die Kabelkanäle drin. Und dann haben wir mit Hilfe von einer Arbeitskollegin vom David noch hier oben die Deckenschienen abgehangen. Hier fehlt noch eine kleine, die müssen noch geflext werden. Aber wir haben hier außenrum überall die Profile gesetzt und praktisch, ich filme mal nicht in die Lampe rein, hier noch die anderen Profile gesetzt. Wir haben diese Abhänger genommen, das sind so Ösenhaken mit so, ich glaube, das sind die Schnellabhänger. Die haben wir genommen. Dann kommt hier noch eine Querleitung hin, überall. Und dann können auch schon die Gipskartonplatten angebracht werden. Dann ist zumindest diese wunderschöne Decke verschlossen. Hier ist unsere Duschwanne. Da ist die eine Wand, die wird dann noch gespachtelt, genau wie die Decke. Hier machen wir auch noch einen Koffer vor, das WC. Das ist übrigens der Blick raus in den Flur. Hier muss ja noch der Boden dann auch verlegt werden. Da haben wir schon die Dämmung, da kommt noch eine Platte hin. Die haben wir auch schon zugeschnitten in der Breite. Die steht jetzt momentan noch im Wohnzimmer. So, was wir noch machen, das wollten wir erst nicht, aber ich habe die gedacht, wir machen die hier etwas, also nicht bündig, sondern also, dass wir mit der Platte hier gegen gehen. Aber wir werden die Platte einfach so wie hier bis hinten durchlaufen, die ganze Wand. Die Lichtschalter holen wir dann noch ein Stück nach vorne mit so Ringen. Und dann ist nämlich auch hier, kann man eine schöne Kante ausbilden. Hier kann man das schön anspachteln. Und es ist nicht so, so halt. Da kriegen wir keine schönen Kanten hin. Deswegen in den Trockenbau kriegen wir da schönere Kanten. Klar, hier, das ist noch ein bisschen roh. Da kommt ja noch die Türzange rein. Und ansonsten ist das kleine, aber feine Bad doch schon. Man erkennt, dass es ein kleines Badezimmer werden soll. Die Wand werde ich nochmal ein bisschen schleifen und schöner machen. Vielleicht wird da nochmal eine Schiene gemacht und wir machen die hier ab. Da gucke ich mal. Ich habe mittlerweile eine andere Art von Schienen, die etwas stabiler sind. Das sind eigentlich für runde Wände, die Schienen. Das war aber auch die erste Wand, wo wir die Ecke eingespachtelt hatten. Da konnte ich das noch nicht so gut. Hier kommt noch die Abdichtung überall hoch. Hier muss ein bisschen Putz noch abgeschlagen werden. Das sieht man auf der Kamera nicht. Das guckt ein bisschen raus. Da kommt dann das Waschbecken hin. Das haben wir ja auch schon gekauft. Ja, das ist zum Badezimmer zu sagen. So sieht's aus. Hier kommt noch der Heizkörper hin. Katzenklo ist drin. Ja, das ist der kleine Zwischenstand zum Gästebadezimmer. Was auch noch gemacht wurde, hier und da die Leibung, hier noch nicht ganz. Hier ist auf der Seite die Schiene reingekommen. Und von der Seite noch nicht, die ist runtergefallen. Aber hier haben wir die Leibung noch gemacht. Und die wird noch natürlich noch einmal geschliffen und nochmal drüber gespachtelt. Aber das ist auch schon mal gemacht worden. Es sieht nicht mehr aus wie ein komplett roher Durchgang. Huhu, es ist Dienstag. Hier ist der David. Hallo. Und wir haben gestern mit der Arbeitskollegin vom David auch noch hier weitergemacht. Und zwar die Querträger haben wir gesetzt und die ersten Platten angeschraubt, sowie für die Lampe diese Durchführung gemacht. Jetzt wird praktisch nur noch das letzte Stückchen hier zugemacht. Und das werden wir einmal filmen. Ja.
Ja, dann legen wir mal los.